Houston, wir haben ein Problem. Und zwar ein riesiges. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Glam Shop. Ich bin der Steinevater und wir gehen heute in die Tiefen des Weltalls. Nicht ganz so tief, genauer gesagt, nur zum Mars. Und um ehrlich zu sein, Houston hat hiermit auch nichts zu tun. Nein, wir haben hier eine chinesische Rakete. Und zwar von Kada. So, dieses Modell, ich werde es euch gleich zeigen, ich werde es gleich querlegen und seht ihr es komplett. Es ist wahnsinnig groß. Es ist auch modular. Das heißt, ich kann hier die Triebwerke abnehmen. Ich kann die Rakete hier nochmal halbieren. Was übrigens nicht ganz praktisch gewählt ist zum Transport. Beim ersten Mal habe ich es da oben gepackt und zack, hat es in der Hand. Aber gut, kommen wir gleich dazu. Machen wir erstmal die Randdaten und wir machen die Verpackung. Normalerweise Verpackung, wenn man es schon hat, einen Kader hat man schon. Aber hier ist die Verpackung, spielt die Verpackung eine ganz, ganz wichtige Rolle. So, ihr bekommt das Ganze in dieser wunderschönen, runden, zylindrischen Verpackung geliefert. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Ihr habt hier noch ein paar Daten drauf, ja, könnt ihr euch durchlesen. Ihr habt hier nochmal die Rakete auch im Schnitt, weil das Innere seht ihr so gar nicht. Ja, dafür müsst ihr wieder Teile abbauen. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist diese Rakete, ist diese Verpackung bei diesem Modell mit integriert. Was meint ihr? Sage ich euch gleich. 1502 Teile, 125 Euro aktuell im Glam Shop. So. Ihr habt ein paar große Teile, ja. Ihr habt das Ganze hier in drei Bauabschnitte, beziehungsweise in drei Tüten, ja. Plus die, also das Ganze hier besteht noch aus einem Glaskörper, also diese halbzylindrischen Elemente, die durchsichtigen, einmal in komplett transparent und einmal dieses Blue transparent. Die habt ihr hier verbaut, aber ihr seht es nicht. Ein bisschen schade. Es ist auch leider ein, wir sind es gewohnt, es ist ein Stickerbogen wieder mit dabei, habe ich natürlich nicht beklebt. Für die Optik, wenn ihr es euch hinstellt, und das müsst ihr euch wirklich überlegen, könnt ihr es natürlich drauf machen. Was kriegt ihr noch mitgeliefert? Doppelseitiges Klebeband. Nein, hat nichts mit der Steinequalität zu tun, wobei Kada hier schon bessere Sachen gebaut hat. Ein LED-Kit ist auch übrigens im Preis mit im Begriffen. Und ein Beutel Watte, dass es euch gemütlich machen könnt. Natürlich nicht. So, jetzt nehmen wir nochmal die Verpackung, bevor ich zu der Rakete selbst komme. Auf dieser Verpackung habt ihr Nummern 01, 03, 05, 07, 09, 11 und 13. Und hier die Geradenzahlen. Hier, hat einen ganz bestimmten Grund. Wenn ihr nämlich diese Rakete fertig gebaut habt, gibt es noch einen letzten Abschnitt. Ihr schnappt euch doppelseitiges Klebeband, macht es an die gekennzeichneten Stellen außenrum, zum Beispiel gerade Zahlen, und danach schnappt ihr euch dieses LED-Band und macht es an die ungeraden. So oder andersrum. Das klebt ihr außen rum. Dann kommt dieser wunderschöne Beutel mit Watte zum Einsatz. Damit klebt ihr die komplette Verpackung zu und am Ende stellt ihr die Rakete oben drauf. Dann sieht das Ganze so aus, wie wenn diese Rakete gerade gestartet ist. Und diese Idee fand ich super. Ich fand sie wirklich spitze. Zum einen wird die Verpackung mit integriert, das was meistens irgendwo später rumfliegt. Und so habe ich das einfach noch nirgends auf dem Markt gesehen. Das hat mir sehr gut gefallen. Einer der Gründe, und weil ich mal immer eine Rakete bauen wollte, warum ich mir dieses Modell geholt habe. So, jetzt wisst ihr auch, warum das mit dabei ist. Ich hätte es machen können, aber dann hätte ich euch das Modell absolut nicht zeigen können. Vor allem sowieso nicht in seiner ganzen Pracht. Das heißt, es ist sinnlos. Was wiederum, wenn ihr euch überlegt, wenn ihr das Modell ausstellt, geil, macht's. Baut ihr es auf, haut es auf den Dachboden, spart's euch. Ne? Die Watte, reiner Staubfänger.
habt ihr keinen Spaß dran. Ich zeige es euch in der Anleitung. So sieht es quasi aus. Da macht ihr das Ganze drumherum. Und dann die Rakete oben drauf. Wobei hier ist Vorsicht geboten, die wird nur drauf gestellt. Das heißt, hängen bleiben dürft ihr nicht. Und durch die Beleuchtung könnt ihr natürlich auch den Start, ne, das Feuer und so weiter simulieren. Also, das hat mir super gut gefallen. Deswegen war ich so begeistert. Aber jetzt zu dem Hauptakteur dieser wunderschönen Langstreckenrakete. Chinesisches Modell, heißt auch tatsächlich Long March 5, wurde so benannt. Wurde gebaut, um zum Mars zu fliegen. Mit an Bord dann noch eine Mars-Sonde und so ein kleiner Mars-Roboter. Ja. Die sind auch tatsächlich in diesem Modell mit drin, nur natürlich könnt ihr sie nicht rausholen. Ihr habt hier, und das finde ich super geil, ein bedrucktes Schild. Also wer so ein Schild bedruckt, der könnte auch seine Teile bedrucken. Ja, ganz ehrlich. Da habt ihr noch die Daten, auch wann sie gestartet ist, zu welcher Kategorie, Name und so weiter und so fort, habt ihr alles noch drauf. Also auch ein bisschen historisch natürlich gehalten. Ja, und dann habt ihr ein wunderschönes Displaymodell. Genau, 3 Bauabschnitte. Ja, genau. Ihr baut erstmal die Hälfte oder ein bisschen mehr wie die Hälfte. Dann kommt der obere Teil, die Spitze drauf und dann kommen die Triebwerke. Jetzt werde ich dieses Teil einfach mal querlegen, dass ihr es seht. In seiner vollen Länge. Also es ist schon riesig. Ich muss jetzt aufpassen, weil bautechnisch hat sich Kader hier doch einige Fauxpas geleistet. Aber dazu kommen wir gleich. So, wir messen mal kurz auf, dass ihr auch wisst, worauf ihr euch da einlasst. Standhöhe der Rakete. Da sind wir bei guten 75, 76 cm. Die Verpackung übrigens, ne? Die hat auch nochmal 62. Ja, das heißt 138, 1,38 Meter. Hat eine ordentliche Größe, wenn ihr es da stehen habt. Dann gehen wir mal an den Durchmesser mit den Flügeln. Schauen wir mal, wie wir das machen. Ja, einmal da durch. 24 cm im Durchmesser. Also, ordentliches Teil. Jetzt habe ich gesagt, modular. Das heißt, ihr könnt es zerlegen, relativ simpel. Es ist ja der echte nachempfunden. Und selbstverständlich zerlegt die sich ja auch. Die fliegt ja nicht so, wie sie ist, zum Mars. Ja? Ihr habt hier an der Seite die Triebwerke. Ich mache jetzt nur mal eins ab. Die ist an 2 Pins befestigt. In diesen Triebwerken drin, und ich weiß nicht warum, sind die Transclear, diese Halbschalenelemente, die auch hier außen verbaut sind. Es ist der Antrieb nachempfunden da drin. Also beim Aufbau wisst ihr, es ist drin, aber ihr seht später nicht. Und zerlegen, naja, braucht das auch nicht. Ja, also ist schön gedacht, bringt euch aber nichts. Außer ihr sagt, ich mache die Hälfte der Verkleidung runter, dass ihr was seht. So, das ist genauso wie mit dem Mars Rover und der Sonde. Die sind... Ich weiß ja, seht ihr, also ihr könnt es aufmachen, aber ihr seht nichts. Die sind hier mit drin. Jetzt machen wir mal so ein Seitenpanel ab. Die sind hier mit drin, aber ihr seht sie nicht. Und es ist auch nicht so, dass die hier irgendwie so schön befestigt sind, dass ihr die einfach abnehmen könnt, sondern ihr müsstet das alles von alleine machen. Ich mach's. Ich mache jetzt mal einfach eins für euch ab, dass ihr mal einen Einblick in die Rakete habt. So. Das war übrigens gar nicht so schön, die da drauf zu fummeln. Das seht ihr. Also nichts mit als Modul abmachen, sondern alles einzeln. So. So sieht das Ganze von innen aus. Das ist die ganze Rakete durchgehend. Ja? Es sind immer wieder die Antriebseinheiten, die Tanks und so weiter, alles drin. Hier oben habt ihr euren Mars Rover, drunter die Sonde, auf der er dann auf dem Mars landet. Ja. Da habt ihr dann nochmal die Antriebseinheit nachempfunden. Ja. Und das alles schön verglast, durchgehend. Wie gesagt, auch hier in den Triebwerken.
An sich super. Auf der anderen Seite, wenn ihr es nicht so hinstellt, unnötig. Meiner Meinung nach. Es wiederholt sich auch. Die Dinger hier sind alle, die Triebwerke, gleich aufgebaut. Also ihr habt viermal dasselbe. Es ist ein eintöniger Aufbau, aber optisch trotzdem geiles Modell. Und wie gesagt, am besten hat mir gefallen diese Verpackung, dass die mit integriert wird. Hier unten beim Antrieb, das ist alles ein bisschen lidschäftig. Mal nur an einem Pin alles befestigt, ja. Das fällt euch am Anfang öfters ab. Wenn das Teil da steht, steht es da. Habt ihr gar kein Problem. Bis dahin habe ich ein bisschen geflucht. Genau das gleiche Spiel. So, wenn ihr die hier drauf macht, ja, die ja überall hier dazwischen drauf sind. Es ist nicht ganz passgenau. Also ich musste einiges drücken, gerade die längeren Paneelen, die dann hier dran sind, um die wirklich hier drauf zu bauen, weil sie nicht 100% passen oder weil es sich ein bisschen verbiegt oder wie auch immer. Also war ein kleiner Kraftakt, das Ganze zu befestigen. Wenn es dran ist, hält's. Aber ihr seht nichts. So. Als nächstes, wir machen weiter mit dem Weltraum. Diesmal kein Kratermodell, diesmal Molking. Lasst euch überraschen. Ob es besser ist oder nicht, dürft ihr dann entscheiden. Ansonsten, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr dürft auch gerne mal Bilder schicken, wenn ihr dieses Modell fertig mit der Verpackung, also wie es aussieht einfach, so im Komplettbild. Wenn ihr es da schön habt, schickt mal gerne Bilder. Würde mich drüber freuen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute.